Tjo, hallo Messerfreunde und herzlich willkommen zu einer kurzen Victorinox-Ausgabe. Ihr seht sie schon vor uns liegen, die Multitool Kreuzschlitz-Zangenserie von Victorinox. Die gefallen mir besonders gut, weil die brauche ich nicht nur in der Freizeit, sondern die sind auch ganz hilfreiche Werkzeuge unter der Woche bei der Arbeit. Und dann gibt es drei interessante Modelle. Es gibt noch viel mehr mit Zanghammen und Kreuzschlitz in anderer Version, aber ich finde die eigentlich ganz cool. Die Modelle, wo anstatt dem Korkenzieher den Kreuzschlitz hier drin haben, weil das spart dann schon mal ein Layer im normalen Taschenmesser, weil den Korkenzieher brauche ich wirklich nicht an einem Taschenmesser unterwegs. Das bekannte Modell mit im Vier-Layer, im Huntsman-Aufbau, nur anstatt der Säge eben beim Deluxe Tinker mit der Zange und unten natürlich ebenfalls mit dem Kreuzschlitz. Eigentlich ein ganz interessantes Modell, weil eben auch die Schere eins der meistgebrauchten Werkzeuge im Alltag ist. Mit einer Schere kannst du natürlich wesentlich präziser und auch sicherer irgendwelche Sachen aufschneiden. Ne? Man kann natürlich auch einer dieser zähen Blisterverpackungen mit einem Messer aufschneiden, aber man vermindert die Unfallgefahr wahrscheinlich um einige Prozentpunkte, wenn man dazu eine Schere verwendet. Oder zum fein sauber Abtrennen von irgendwas ist natürlich eine Schere ein sehr sinnvolles, sicheres und ich brauche es persönlich recht häufig im Alltag, öfters wie ein Messer, die Schere. Darum der Deluxe Tinker eigentlich ein ganz interessantes 4-Layer-Modell und preislich auch am attraktivsten. Muss man immer wieder mal die Augen aufhalten, die pendeln sich so zwischen 26 und 28 Euro ein. Und da kriegst du schon ein ganz praktisches Multitool dafür. Ne? Wenn man überlegt, so ein Leatherman Juicy S2 geht bei 60 Euro los. Und die gleichen Werkzeuge bekommst du hier in einem 91 mm Modell. Ein Deluxe Tinker für 26 bis 28 Euro. Super Preis-Leistungs-Modell. Schön groß. Was mir super gefällt, weil wirklich ein Modell mit allen sinnvollen Werkzeugen, noch ohne Schnickschnack. Ebenfalls mit der Schere und in dem Fall sogar noch mit der Säge, wie im Huntsman. Und noch mit der Metall- und Holzfeile, das Craftsman. Preislich liegen wir dann hier bei 39 Euro, aber da kriegst du schon wirklich ein voll ausgestattetes Multitool. Bringt natürlich auch ein bisschen mehr auf die Waage. Und genau am anderen Ende mit nur drei Layern ausgestattet, auch ein sehr interessantes Modell, bei uns nur sehr selten anzutreffen, ich weiß gar nicht warum, scheint mehr auf dem amerikanischen Markt verbreitet zu sein, das Mechanic, welches auf der unteren Seite auch nur die Werkzeuge Aale und eben anstatt des Korkenziehers der Kreuzschlitz hat, weil auf der mittleren breiten Feder kann nichts angebracht werden aufgrund der Breite, weil da auf der anderen Seite die Zange sitzt. Was macht für mich ein Multitool aus? Das sind ganz klar, sage ich mal, hier solche vier Primärwerkzeuge, was zum Schneiden, eine Zange und die beiden meistgebräuchlichen Schraubendreherarten, ne? Ein Schlitzschraubendreher und ein Philips, ein Kreuzschlitz. Das ist schon mal Grundvoraussetzung für ein brauchbares Multitool. Über viel mehr verfügt dann dieses Messer gar nicht, außer noch die kleine Klinge. Weise auf dem Layer vom großen Messer und noch der Dosenöffner noch mit dem kleinen Schraubendreher. Kann ja manchmal auch ganz sinnvoll sein mit einer kleinen Schraube. Schön an dem Modell natürlich, es ist sehr schmal. Kannst du also noch prima in die Jeanshose stecken. Das ist gerade mal hier ja, etwas über 18 mm. Und vier Layer sind wir bei fast 22 mm und so ein 6-Layer, das ist halt schon fast 26,5, fast 27 mm. Sind dann schon größere Klapper für die Hosentasche. Aber gewichtsmäßig ist so ein 3-Layer, müsste noch mit unter 100 Gramm davon kommen. 99 Gramm, da haben wir noch genau 3,55 Unzen, während das natürlich ein Craftsman mit 5,55 Unze, genau 2 Unze mehr zu Buche schlägt, also mit 100
58 Gramm und so mittendrin mit 123 Gramm und 4,35 Unze liegt der Deluxe-Ting. Ja, 100 Gramm, genauso schwer wie eine Tafel Schokolade. Passend, ne? Ist sozusagen das Eichmaß für Schweizer Schokolade. Kannst du immer auf die andere Seite der Waage das Mechanic legen. Ganz nettes Teilchen. Ebenfalls ein super Artikel aus dem Victorinox-Supplement. Gibt es voll günstig hier diese Edelstahlketten. Ne? Da kann man auch wunderbar so ein kleines Messerchen dran machen. Hier noch eine Gürtelschlaufe an die Hose. Sichert natürlich so ein Messer vor Verlust. Ne? Gerade draußen, wenn er das irgendwie rausfällt. Das hörst du nicht, wenn es ins Gras fällt. Sinnvolles Utensil. Für 3 Euro kosten die oder so. Diese Victorinox Messerketten. Ganz feine Geschichte. Jo. In allen Varianten kann man sich hier auch bei Victorinox die Multitools mit Kreuzschlitz und Zange zulegen. Es muss also nicht immer ein Leatherman sein. Natürlich jetzt mit einem Wave verglichen können die Zangen nicht mithalten. Aber bevor man sich ein Juicy schießt für 64 Euro, kann man hier mit 28 Euro ein Deluxe Tinker die gleiche Werkzeugfunktionalität günstiger und in Schweizer Präzisionsarbeit erkaufen und hat da wirklich ein optimales 4-Layer-Modell in der Hosentasche dabei und kann damit wirklich wunderbar Aufgaben des Alltags meistern. Wer den ganzen Werkzeugkasten haben will, Craftsman oder noch größer der Swiss Champ. Und wer super schlank braucht und sagt, ja, ich brauche gar nicht so viel, aber wenigstens Schraubendreher, was zum Schneiden und Zange, sollte sich mal den doch eher seltenen Mechanic anschauen. Kostet es aber, obwohl ein Layer weniger drin ist, 3-4 Euro mehr als der 4-Layer Deluxe Tinker. Jo, das sind hier die Zange, Kreuzschlitz, Werkzeugmesserchen, mal 3 Stück. Es gibt noch mehr davon. Mal schauen, was denn da im Laufe der Zeit noch einen Weg zu mir finden. Also Leute, danke fürs Reinschauen. Heute der schlanke 99 Gramm leichte Mechanic. Mehr in den USA zu Hause anscheinend, als bei uns zu finden. Also Leute, wenn ihr mal die amerikanische Website anschauen wollt von der Victorinox Homepage, braucht ihr so ein Plugin für den Firefox, um mit einer amerikanischen IP-Adresse vorzutäuschen, dass ihr auf die Swiss Army Seite kommt. Da ist also noch das ein oder andere Modell aufgeführt, zum Beispiel der Craftsman findet man da noch, der auf der europäischen Victorinox Seite gar nicht gelistet ist. Also Leute, danke fürs Reinschauen. Haltet eure Victorinox und Leatherman Multitools stets griffbereit. Wir sehen uns wieder hier auf dem Kanal beim Hillbilly, wenn es vielleicht ein neues Victorinox gibt. Und bis dorthin sage ich Grüezi miteinander.